Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Duale Seelenprozess, nächster Schritt. So heißt dieses Legesystem. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Und bei dieser Legung schauen wir an die dualen Seelenprozesse Schritt für Schritt. Wir rennen nicht mit Tür ins Haus, sondern wir machen kleine Schritte, kleine Verbesserungen. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, duale Seelenprozess, nächster Schritt, 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Sumilia ist die mediale Name. Liebe Sumilia, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Du hast ein Herzensmann, kennst du von seinem beruflichen Umfeld. Du hast das Gefühl, es ist seelisch und möchtest Klarheit. Erstmal kommt deine persönliche mediale Botschaft. Hör auf dein Gefühl, weil da liegt die Wahrheit. Sag ihm nächstes Mal, du bist ein guter Mensch und ich bin so dankbar. Aber sage nichts über deinen Gefühlen. Und jetzt kommt Astrologie. Du hast die indische Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten, Jahrtausenden macht etwas aus. Und das nennt man Präzession und die indische Astrologie berücksichtigt diese Präzession. Ich war so verblüfft, wie euren beiden Horoskopen miteinander harmonisiert und wie ihr etwas spiegelt und ihr seid karmisch miteinander verbunden. Ich starte. Er ist in ein Halbmond geboren. Du bist auch in ein Halbmondtag geboren. Seine Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Wassermann. Er ist nach indischer Astrologie in der Tierkreiszeichen Wassermann geboren. Und das bedeutet, er hat tolle Ideen, er braucht einen gewissen Freiraum, lässt auch nicht jeder zu nah an sich dran, aber wenn er vertraut ist, ist er sehr gefühlsvoll. Und er hat einen Weitblick. Sein Mond, was seinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich im Tierkreiszeichen Stier. Was sein Gefühl sagt, er möchte eigentlich das Leben genießen, schön gestalten, gemütlich machen, ruhig verlaufen. Sonne und Mond steht in sein Horoskop in einer Spannung, weil ein Halbmond ist immer Spannung. Und es kommt von Elementen. Seine Sonne im Wassermann steht im Luftelement. Und sein Mond in Tierkreiszeichen Stier befindet sich im Erdeelement
und die Elementen vertragen sie sich nicht. Für diese Luft ist es zu viel Erde und für die Erde ist es zu viel Luft. Und das kannst du so vorstellen, die Luftelement sagt im Freiraum Leichtigkeit, Beweglichkeit und die Erdeelement sagt Stabilität, Sicherheit, etwas in Besitz zu nehmen. Ein Halbmond, Tag, so wie in sein Geburtstag und so wie in dein Geburtstag auch, bedeutet, dass Sonne, Mond und Erde stehen in Verbindung. Verbindet sich da drei Tierkreiszeichen, verbindet sich drei verschiedenen Elementen. Wir haben aber vier Grundelemente, es fehlt etwas. In sein Horoskop befindet sich Sonne im Wassermann, das ist Luftelement. Unserem Planet Erde bewegte sich in diesem Tag in Tierkreiszeichen Löwe, das ist Feuerelement, und sein Mond im Stier ist Erdeelement. Verbindet sich Sonne, Mond und Erde, verbindet sich Wassermann, Löwe, Stier, verbindet sich Luftelement, Feuerelement und Erdeelement und es fehlt das Wasser. Es fehlt die Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert Gefühlen, Träume, Visionen, Intuition und Inspiration und auch das Unbewusste. In sein Horoskop befindet sich die Liebesplanet Venus, und das ist das Weibliche, in Tierkreiszeichen Fischen. Das heißt, eine Frau gibt ihm dieses Wasserelement, die Liebe, die Gefühle und lebt sein Traum. Aber Saturn vermittelt auch etwas, und bei ihm ist Saturn rückläufig, hat karmische Themen. Und Saturn befindet sich auch im Wasserelement. Hier hat er eine Lernaufgabe, dafür offen zu sein und diese Liebe auch empfangen zuzulassen. Da hat er karmische Themen, karmische Lernaufgabe. Bei ihm in sein Horoskop fehlt die Feuerelement. Unserem Planet Erde bewegte sich in seinem Geburtstag im Löwen, und Löwe gehört zum Feuerelement. Und da auf die Erde findet seinen Platz oder sucht seinen Platz, was ihn begeistert und gibt ihm dieses sichere Boden, was seinen Gefühlen auch entspricht, weil sein Mond ist auch im Erdeelement. Also er hat einen Bezug zum Planet Erde und sucht seinen Platz. Und etwas, eine Tätigkeit, eine Aufgabe, was ihn begeistert. Und Feuerelement ist aber nicht nur die Begeisterung, sondern auch die Leidenschaft. Das ist so sein karmischen Themen. Sein Mars, was seine Männlichkeit symbolisiert, befindet sich im Steinbock. Und er hat hohe Ziele, hohe Ideale, auch beruflich, weil Mars ist auch die Kraft, etwas in Bewegung setzen, aber auch seine Männlichkeit. Er hat eine bestimmte Vorstellung von der Frau und er setzt auch alles Ziel. Und mit diesem Steinbock ist natürlich sehr geduldig, sehr geduldig, sehr bodenständig. In indischer Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Und Mond besucht seine Frauen, die Geschichte erzähle ich immer wieder in Videos, ich möchte nicht ständig wiederholen, sondern damit nur erklären als Hintergrundinformation, dass diese Stationen des Mondes verkörpert immer eine Frau, und das sind seine Frauen, und täglich besucht seine Frauen, und jede Frau entspricht anderen Eigenschaften, das kommt natürlich von den Sternen. Und sein
Mondhaus, wo seine Männlichkeit steht, heißt Shravana und übersetzt heißt das Zuhören. Es ist nicht nur, dass andere Menschen zuhören soll, das macht er auch, sondern auf seine inneren Stimme hören, auf seine Gefühle hören. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Hier in diesem Mondhaus wirkt ein Stammbild Adler. Und diesem Stammbild Adler gibt ein Hauptstern. Und dieser Hauptstern in diesem Stammbild heißt Altair. Da gibt es eine schöne Liebesgeschichte. Zwar nicht von indischer Mythologie, sondern von chinesischer Mythologie. Dieser Altair. Dieser Altair ist ein Hirtenjunge. Seine Eltern sind gestorben und die böse Schwägerin hat ihn vertrieben und wurde in Natur gelebt, mit Tieren wurde Hirtenjunge. Und im Himmel war ein Fee, Vega, und diese Fee verliebte sich an diesem Hirtenjunge und kam von Himmel auf die Erde. Und sie haben sich verheiratet, zusammengelebt, er war der Hirtenjunge und Vega wurde Weberin. Bis dann der Himmelskaiser, was nichts anderes ist als die Sonne, der Himmelskaiser sagte zu seiner Frau, und das ist die Mond, du schau mal her, ich glaube, diese Fee ist von uns und lebt auf die Erde, was machen wir jetzt? Und die Himmelskaiserin sagte, jetzt sehe ich das auch, also wir müssen sie zurückholen im Himmel. Und so passierte auch, die beiden haben diese Fee Vega zurückgeholt im Himmel. Und die beiden waren getrennt. Und dazwischen war ein Fluss. Und tatsächlich ist so im Himmel. Altair befindet sich im Sternbild Adler. Und Vega befindet sich im Sternbild Lyra, die liegen gegenüber und die beiden Sternbilder trennt die Milchstraße. Und die Chinesen haben diese Milchstraße, den gelben Fluss gesehen. Und in Mitte befindet sich ein drittes Sternbild und dieses dritte Sternbild heißt Schwan und dieses Sternbild Schwan hat auch einen Hauptstern und dieser Hauptstern heißt Deneb. Deneb schaute eine Weile hin und dachte, boah, was mache ich jetzt? Die beiden lieben sich, sie schauen sich an, oh, er schaut sie an, sie schaut ihn an und kommen sie nicht zusammen. In die Mitte ist dieser Fluss und sie können sich nicht treffen. Einer ist im Himmel, andere ist auf der Erde. Oh, wie könnte ich helfen bei den beiden? Und kam zu einer großartigen Idee und baute eine Brücke. Deneb baute eine Brücke aus Schwanen. Und in dieser Brücke treffen sich die beiden Liebenden. Und das ist der Tag der Liebe bei den Chinesischen, auch im Japan. Diese Geschichte sagt ihm auch etwas. Das wirkt auf seine Männlichkeit. Das heißt die Bewunderung, aber doch der Fluss ist da zwischen euch beiden. Das heißt, ihr braucht eine Brücke zueinander. Sein Venus befindet sich im Tierkreis seinen Fischen. Venus ist eine weibliche Energie und diese weibliche Energie haben die Männer auch, weil sie haben auch Schönheitssinn, sie haben auch, sie lieben auch Kunst und Kreativität und Harmonie, also haben auch eine gewisse weibliche Energie in sich. Das symbolisiert auch dieser Yin und Yang-Symbol. Aber beschreibt Venus bei männlichen Horoskopen die Frau? Wie stellt er diese ideale Frau vor? Und das sind die Fischeneigenschaften. Und das bedeutet, weiblich zu sein, geschmeidig, verträumt und romantisch. Und vielleicht manchmal so ein bisschen nicht hilfsbereit, sondern
hilfsbedürftig, dass er sich dann als starker Mann dann einsetzen kann, ja, wie ein Ritter für die Frau da zu sein. Er lebt auch, wenn eine Frau mal auch schwach ist. Und dieses Mondhaus, wo sein Venus befindet, heißt Revati. Und dieser Revati bedeutet übersetzt angekommen zu sein. Er möchte bei einer Frau, eine bestimmte Frau, was für ihn wichtig ist, angekommen zu sein. Und hier wird Andromeda, diese gefesselte Königstochter, also er muss seine Ängste auch überwinden. Oder bedeutet auch, wenn die Frau ängstlich ist, dann ist er sehr ritterlich und rettet die Frau. Und so möchte seine Männlichkeit leben. Aber bedeutet auch hier die Schönheitssinn, weil Andromeda ist eine sehr schöne Frau. Jetzt schauen wir dein Horoskop an. Wie ich schon sagte, du bist auch im Halbmond geboren und das heißt, dein Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillinge und dein Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau. Aber bevor ich diese Halbmondposition beschreibe, muss ich etwas Wichtiges mitteilen. Zurück zu seinem Horoskop, zurück zu seinem Horoskop. Diese Venus-Energie zeigt die Frau, was er haben möchte. Und es befindet sich diese Venus-Energie im Tierkreiszeichen Fischen, in dem Mondhaus Revati, da möchte er angekommen zu sein. Und was denkst du, was ist dein Aszendent? Ja, genau, das ist dein Aszendent. Dein Aszendent befindet sich genau, haargenau in diesem Punkt, wo sein Venus ist. Im Tierkreiszeichen Fischen, im Mondhaus Revati. Und was bedeutet diese Aszendent? Das ist dein Geburtsmoment. Das heißt, in deinem Geburtsmoment ist die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont aufgestiegen. Und bei deinem ersten Atemzug hast du diese Energie bekommen. Und das beeinflusst dein Aussehen, das beeinflusst deine Persönlichkeit, das beeinflusst auf dein Auftreten und das trägst du von Geburt bis zu deinem Lebensende wie ein Kostüm und er sieht dich so, von erster Moment an. Das ist die Frau, das sagt auch sein Gefühl, sein Unbewussten. Weil hier habt ihr die Einklang. Und das ist ein Auftreten, das erste Blick hat dich so wahrgenommen. Da habt ihr eine sehr enge Verbindung zueinander. Und jetzt zu diesem Halbmond. Deine Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillinge und dein Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau. Da harmonisiert euch auch, weil deine Sonne im Tierkreiszeichen Zwillinge ist Luftelement und seine Sonne im Wassermann ist auch Luftelement, steht in Harmonie. Und im Gefühlsebene, sein Mond, was seinen Gefühlen betrifft im Stier und dein Mond, was deinen Gefühlen betrifft, ist Jungfrau, beide sind Erdeelement. Ihr steht vollkommen in Harmonie, egal welche Planeten ich vergleiche im Horoskop, es ist harmonisch. Es ist überhaupt keine Spannung da zwischen euch beiden. Und das bedeutet, deine Sonne in Tierkreiszeichen Zwillinge gehört zum Luftelement, in dein Geburtstag war unserem Planet Erde im Tierkreiszeichen Schütze, das ist Feuerelement, und Mond war im Jungfrau Erdeelement.
Und ein Halbmond ist immer eine Verbindung zwischen Sonne, Mond und Erde. Und verbindet sich drei Tierkreiszeichen, verbindet sich drei Elemente. Es fehlt aber was. Es fehlt die vierte Grundelement. Und das heißt, Sonne im Zwillinge als Luftelement, unserem Planet Erde im Schütze als Feuerelement und Mond im Jungfrau als Erdelement verbindet sich Luft, Feuer und Erde. Es fehlt was. Es fehlt die Wasserelement. Genauso wie bei ihm auch. Wasserelement symbolisiert die Gefühle, symbolisiert das Unbewusste, symbolisiert die Träume. Und natürlich bei dir, bei ihm kommt ein Ausgleich durch die Venus-Energie. Das heißt, er bekommt das von einer Frau in die Liebe-Partnerschaft. Und bei dir fehlt das Wasserelement. Das bedeutet aber nicht, dass du kein Gefühl hast. Dein Aszendent gibt dir das. Dein Aszendent ist in Tierkreiszeichen Fischen, da ist die Wasserelement. Das ist dein Selbst, dein Selbstdarstellung, dein Auftreten, dein Selbstbewusstsein. So wie du bist, so wie du wahrgenommen bist, so kannst du deine Gefühle leben. Ganz natürlich. Wenn du zu dieser Natürlichkeit kommst und sagst, ich bin so, wie ich bin, dann hast du das ausgeglichen. Und sei damit bewusst, dass du so auch wahrgenommen bist. Und in diesem Mondhaus, wo dein Aszendent ist, wirkt Andromeda. Sirach Alpha Andromeda wirkt auf diesem Mondhaus und das bedeutet Schönheit. Aber achte auf etwas. Die Tierkreiszeichen Fischen sind zwei Fischen. Die eine Fisch hat Träume, Visionen, Vorstellungen und glaubt daran. Glaubt daran, davon ist fest überzeugt, dass dieser Traum wahr wird. Und diese Vorstellungskraft, dieses Glauben daran und dieses Vertrauen an diesem Bild, an diesem Traum und dann loslassen, einfach geschehen lassen und im Vertrauen bleiben, dass es alles geschieht. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Da sind die Reichtümer verborgen, auch die inneren Reichtümer. Das ist dein Glück. Die andere Richtung wäre, die Fischengeborenen oder mit Fischen-Aszendent, so wie bei dir, die Angst haben. Angst und Angst blockiert. Also wichtig ist, dein Angst überwinden, vorstellen den idealen Zustand und wenn du Tagesträume hast, und glaubst an diese Liebe und kannst vorstellen, mit ihm glücklich zu sein, du brauchst dafür nicht schämen. Wir sollen unsere Träume leben und glaube daran, sei davon überzeugt, dass es eintrifft und auch bleib in diesem Vertrauen. Und dann lass das alles geschehen und vertraue an diese Bewegung, das Fluss des Lebens. Und so kommt das in Bewegung. Und dann kannst du dieses fehlende Wasserelement, was die Planeten nicht vertreten in deinem Horoskop, aber dein Aszendent vertreten das. Und das ist ein sehr starker Einfluss auf dich, auf deine Persönlichkeit, weil du bist ein Kind davon. Also vertrete dein Selbst und bleib in dieser Vorstellung. Dann hast du das ausgeglichen. In dein Horoskop befindet sich Venus und das ist deine Weiblichkeit, deine weibliche Energie, du als Frau, in Tierkreiszeichen Widder.
Und dieses Mondhaus heißt Parni und symbolisiert die Mütterlichkeit. Die Mütterlichkeit, und hier beginnt das Leben, wie ein Pforte ins Leben. Du bist sehr lieb, ganz gastfreundlich und du bleibst immer in Wahrheit. Oder du liebst die Gerechtigkeit, liebst die Wahrheit. Aber eine gewisse Mütterlichkeit vermittelt dir diese Venus-Energie in diesem Mondhaus. Dein Mars ist deine männliche Energie und das haben wir Frauen auch. Wir brauchen die Mars-Energie, weil damit können wir uns durchsetzen im Leben. Aber Mars symbolisiert auch der Mann. Und dieser Mars befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Löwe. Und dieses Mondhaus heißt Makha. Und dieses Mondhaus, wo dein Mars befindet, wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den vier königlichen Sternen, symbolisiert immer Könige, Herrscher, Herrscherhäuser, Imperium, seit Hunderten und Tausenden Jahren schon. Und du möchtest dein Herzensmann bewundern, auf ihn aufschauen zu können. Und Regulus bedeutet noch etwas, das ist das Herz der Löwen. Und dein Geburtshoroskop ist schon geschrieben, es wird ein Mann kommen und du wirst diesen Mann bewundern und dieser Mann berührt dein Herz. Aber du berührst sein Herz aber auch. Und öffne dein Herz, nicht nur für diese Liebe, sondern um alles, was in deinem Herzen liegt, all das, was dich begeistert. Es sind noch sehr viele Ähnlichkeiten oder Verbindungen, die Horoskop, wie ich schon sagte, sein Venus, so wie er die Frau vorstellt, im Tierkreiszeichen Fischen, in diesem Mondhaus Revati, entspricht genau dein Aszendent und das ist dein Auftreten, so wie er dich wahrnimmt im ersten Moment schon. Da habt ihr eine sehr enge Verbindung. Dann ist dein Venus ist im Tierkreiszeichen Widder und sein alte Karma, seine alten karmischen Erfahrungen ist auch im Tierkreiszeichen Widder. Und das würde bedeuten, dass hier eine karmische Verbindung ist und kommen diese karmischen Erinnerungen auch bei ihm. Deine alte karmischen Erinnerungen wird zugeordnet zum Tierkreiszeichen Wassermann und er ist im Tierkreiszeichen Wassermann geboren. Also wieder eine karmische Verbindung. Und dein karmischer Weg ist im Tierkreiszeichen Löwe, also nicht die alte Karma, sondern den jetzigen Schicksalsweg, das geht Richtung Löwe und dort befindet sich dein Mars, der Mann. Du findest in diesem Schicksalsweg deinen Mann wieder und dein Saturn, und das ist die Schicksalsplanet und auch der Planet der Karma, was uns auch gerne mal belehrt. Dein Mars, dein Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock und sein Mars, genau das wollte ich sagen, habe ich Mars verwechselt, sein Mars ist auch Steinbock. Das heißt, diese Begegnung ist schicksalhaft. Und Saturn lenkt unserem Schicksal und führt dich Richtung Steinbock. Und er als Mann, seine Männlichkeit liegt auch im Steinbock. Und hier kreuzen sie sich die Schicksalswege. Und noch etwas. Im Horoskop gibt es verschiedene Lebensbereiche. Und es gibt einen Lebensbereich für Arbeit und Gesundheit. Und genau hier befindet sich dieser Mann in dein Horoskop. Dass du diesem Mann begegnest durch die Arbeit oder durch Gesundheit.
Also hier nochmal eine Bestätigung. Also egal wo ich hinschaue, in jedem Punkt habt ihr eine Verbindung, oft karmischen Verbindung und sehr schöne, harmonische, wenn ich das vergleiche, euren beiden Horoskopen miteinander. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Wo stehst du gerade? Das zeigt dieses Bild an. Schau mal diese Flügel, das ist die Leichtigkeit. Du kommst immer mehr zu dieser Leichtigkeit. Und dieses Schwert bedeutet etwas, trennen von Angst. Und in diesem Prozess befindest du dich gerade, du trennst von allem, was in dein Lebensweg stört. Die ganzen Stolpersteine räumst du gerade auf und die größte Stolperstein ist die Angst. Und das befreit dich. Und so lebst du dein Selbst. Dein Gedanken zeigt dieses Bild an. Du wiegst das ein bisschen ab. Und überlegst du, bildest du das nur ein und übertreibst etwas? Oder ist wirklich was Wahres daran? Du möchtest das einordnen. Ob da wirklich stimmt, was dein Gefühl sagt, dass hier beide eine Dualseelen seid, aber ihr habt noch nicht geäußert darüber. Und ich kann das bestätigen, ja, wenn ich astrologisch anschaue, mit Sicherheit. Und deinen Gefühlen zeigt dieses Bild an, zeigt sehr viel Fröhlichkeit. Es ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft, weil hier in diesem Bild kommen die Gefühle in Ausdruck, sondern auch dein Humor oder deine Leichtigkeit, auch Freundschaften, die Tanz, die Musik. Du kommst immer mehr zu Leichtigkeit, aber auch zu dieser Fröhlichkeit. Jetzt ist nicht nur auf ihn bezogen, sondern auch mit deinen Mitmenschen bezogen, dass du auch Freundschaften hast oder kommen neue Freundschaften auf dich zu. Deine Seele lacht. Das ist sehr schön, ein sehr schönes Gefühlszustand. Manchmal vielleicht Unsicherheit, hier fehlt auch ein gewisses Gleichgewicht, also achte auf dein inneren Gleichgewicht, aber das kannst du auch gut bewältigen. Und jetzt schauen wir in die Tiefe. Auf deinen tiefen seelischen Ebenen sieht das anderes aus. Und das zeigt dieses Bild an. Die Licht ist da. Und das ist deine Ausstrahlung oder deine göttliche Energie. Und du bekommst dieses Licht. Du bist in einer schönen Energie. Aber die Mäuse, das sind die Nervosität, auch die Angst. Angst, die Verlustangst. Diese Mäuse speisen hier was weg. Und wenn das weg ist, dann ist nicht mehr da. Das heißt, geht verloren, Verlustangst. In deinem tiefen Inneren hast du Verlustangst. Es kann sogar sein, dass du ihn im früheren Leben, diese Beziehung verloren gegangen ist. Ich möchte das nicht hundertprozentig behaupten. Fakt ist, dass ihr seelisch miteinander verbunden seid und dass ihr von früheren Leben euch kennt. Das kann ich behaupten, das habe ich astrologisch erkannt. Aber bei dieser Verlustangst kam bei mir so intuitiv, kann sein, dass diese Liebe verloren gegangen ist oder was passierte, dass er plötzlich nicht mehr da war und daher kommen diese Ängste von den tiefen seelischen Ebenen. Und die Zahl 9 bedeutet auch etwas, damit stoßt du in deinen Grenzen. Überwinde diese Angst, das hat mit hier und jetzt nichts zu tun, das sind alte karmische Erinnerungen. Jetzt kommt die nächste Karte und es ist sehr interessant zu betrachten, weil das bedeutet entweder Befreiung oder Abgrenzung. Und diese Karte zeigt was Positives, das heißt die Befreiung und das ist die Magie. Und all das, was ich erzählt habe,
über die Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist dein Aszendent. Das ist auch die erste Begegnung. Das ist dein Auftreten und dort liegt sein Venus, die weiblichen. Hier habt ihr eine Verbindung. Und genau das, was ich erzählt habe über die Tierkreiszeichen Fischen, genau das ist diese Magie. Die Magie, die Vorstellungskraft. Ein Bild zu haben über den idealen Zustand, ein Traum. Auf diesen Traum vertrauen, daran glauben und davon überzeugt zu sein. Und dann nicht festhalten, sondern loslassen, geschehen lassen und vertrauen. Das Fluss des Lebens, im richtigen Augenblick kommt es auch so. Und überzeugt zu sein, dass das eintrifft. Das ist dieses Bild, das ist diese Magie. Und das bedeutet für dich die Befreiung, die Lösung. Was soll dein nächster Schritt sein, wenn du mit ihm begegnest? Die mediale Botschaft war, bedanke ihm, dass er so nett zu dir ist, und lobe ihn, wie hilfsbereit ist. Und so ähnlich drückt sich diese Karte sich auch aus. Diese Pferd bedeutet die Bewegung, auf ihn zuzugehen. Aber im Hand liegt eine Münze und das symbolisiert die Erdelement. Also realistisch sein und praktisch. Nichts über Gefühle, nichts über Liebe, sonst wäre hier die Kelchen. Das wäre was anderes. Aber über sein Beruflichen zum Beispiel. Münzen symbolisieren auch die Finanzen oder die beruflichen Situation. Sachlich. Und das ist eine männliche Person, das heißt mit männlicher Energie. Und das ist mehr das Bewusste, das Denken. Und die weibliche Energie ist die Fühlen und das Unbewusste. Also nicht wie eine verliebte Frau, sondern mehr so sachlich auf ihn zuzugehen. Was ist seine Lernaufgabe und was ist deine Lernaufgabe? Dieses Bild ist seine Lernaufgabe. Das ist ein Fest. Das kann eine Familie sein, das kann die Gesellschaft sein oder Freunde, eine Einladung. Er hat das Gefühl, ja, ich gehöre dorthin. Ich habe hier meinen Platz. Aber genau dieser Platz schränkt ihn ein, weil das ist gar nicht sein Platz ist. Und diese Einschränkungen zeigt die Zahl 9. Und dieses Bild bedeutet auch, immer so zu tun, wenn alles in Ordnung wäre oder alle Gefallen tun, was er gar nicht leben möchte. Sonst würde er sich hier nicht eingeengt fühlen. Und seine Lernaufgabe ist nicht immer für anderen unterordnen und so zu tun, wenn das alles so fröhlich wäre, sondern Schritte machen, sein eigenes Leben leben. Daran besteht seine Lernaufgabe. Woran liegt deine Lernaufgabe? Deine Lernaufgabe besteht daran, deine Chancen und Möglichkeiten betrachten, optimistisch zu sein und davon begeistert sein, weil hier erscheint die Feuerelement. Und Feuerelement ist aktiv. Und Feuerelement zeigt Begeisterung und auch Leidenschaft. Und diese Chancen hast du, weil hier öffnet sich eine Tür. Wir sehen hier, dass er stoßt an seinen Grenzen. Was kannst du tun, dass er sein Herz öffnet, dass er offener ist, dass er näher kommt oder mal Gefühle zeigt und Gefühle annimmt? Die Antwort gibt für diese Herzöffnung dieses Bild. Hier in die Mitte entsteht die Welt, das Ganzheit. Also du kannst Themen ansprechen, was sehr philosophisch ist, aber auch Reisen. Und so kommt ihr in Kontakt, so kommt ihr in Gesprächen. Und beachte hier auch das Geduld. Du musst geduldig sein, weil hier in diesem Bild erscheinen
diese vier Figuren, und diese vier Figuren symbolisieren die Elemente. Diese Engel symbolisiert die Wasserelemente, die Gefühle, und dann diese Adler die Luftelement. Und Löwe, im Tierkreiszeichen Löwe, ist die Feuerelement, und dann kommt noch die Erdeelement dazu. Also hier gibt es die Elemente Wasser, Luft, Feuer, Erde. Das ist diese Ganzheit. Aber diese vier Elemente symbolisieren die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ihr braucht etwa ein Jahr, bis ihr so nah seid, dass er sich öffnet und über Gefühle spricht. Also du brauchst eine gewisse Geduld noch. In welcher Situation befindet er im Augenblick? Das zeigt hier dieses Bild. Hier die Zahl 4 bedeutet, er braucht Struktur in sein Leben. Er braucht auch Sicherheit und Stabilität, und wie ein Herrscher, er versucht sein Leben zu beherrschen. Er lässt die Gefühle nicht zu, er beherrscht das. Auch sein Leben, auch sein Berufliches, auch seine Finanzen. Er braucht die Ordnung, diese Struktur. Wenn er dich sieht, wenn euch begegnet, was ist sein Gedanke? Und das zeigt hier dieses Bild an. Wie eine Königin stehst du da. Das ist dein Auftreten, das ist deine Ausstrahlung, und das ist nicht nur die Schönheit, sondern auch die Klugheit, schöne Gespräche. Also er betrachtet dich nicht nur weiblich und eine schöne Frau, sondern auch als eine kluge Frau. Seinen Gefühlen, was löst aus? Diese Begegnung, dieses Bild zeigt etwas. Hier im Sternenhimmel bedeutet Glück. Die Zahl 7, die Chancen, die Möglichkeiten. Er sucht den Weg zu dir, das ist dieses Licht. Aber im Hintergrund ist noch eine Schlange, und das symbolisiert eine Frau. Und das deutet darauf hin, er ist noch gebunden. Aber er sucht einen Ausweg, eine Lösung, eine andere Richtung. Entweder ist in Trennung oder möchte sich trennen, weil er zeigt zu dieser Frau Rücken und sucht die Chancen, Möglichkeiten. Aber bei dieser Legung geht es um dich, und das möchte er beleuchten. Erstmal damit klar zu werden, ist es wirklich so, hast du auch Gefühle für ihn, oder stell die Frage, ja, vielleicht bilde ich das auch alles ein. Was spiegelt euch? Was möchte er dir sagen? Was möchte er vermitteln? Das zeigt dieses Bild an. Die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit. Hier gibt es keine dritte Frau. Die Zahl 2 bedeutet aber manchmal zwei Fälle. Aber diese Hohenpriesterin, das ist sehr geheimnisvoll. Und hier steht eine wichtige Schrift, Schicksal. Und das, was er wahrnimmt, was er auch sagen wollte oder sagen möchte, ich vertraue dem Schicksal, ich vertraue dem lieben Gott, und ich glaube, wir sind füreinander bestimmt, und ich bleibe in diesem Vertrauen, und ich möchte diese Zweisamkeit leben, aber manchmal zweifle ich in mir selbst und zweifle ich an meinen Schritten. Liebe Sommelier, das war diese Legung, Dualseelenprozess, nächster Schritt. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.